Ja, unser Antrag zum Familiendarlehen ist ein erster Schritt in einer Kette von Planungsvorhaben, um die klassische Familie zu stärken und um es zu ermöglichen, dass ein Familienmitglied sich um die Erziehung der Kinder zu Hause kümmert. Dazu soll zunächst mal die Anlaufschwierigkeit nach der Geburt eines Kindes finanziell durch dieses Familiendarlehen etwas erleichtert werden. Andere Dinge wie Erweiterung von Erziehungsgeld und der Erziehungszeit und flankierende Maßnahmen bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz sowie eine rententechnische Aufwertung dieser Erziehungszeit, die folgen danach. Das Erziehungsdarlehen ist von uns, wie gesagt, gedacht als finanzielle Maßnahme, um die Erstausstattungskosten, die mit der Geburt eines Kindes einhergehen, abzumildern und gleichzeitig eben ein Signal für die Zukunft. Und wir sind fest der Meinung, dass eine Reihe von Maßnahmen notwendig sind, um deutsche Familien wieder dazu zu bringen, mehr Kinder zu bekommen und selbst zu erziehen. Liebe Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, wertes Präsidium, werte Kollegen, liebe Gäste, relativ viel habe ich von den Debattenrednern gehört, aber wenig Substantiiertes an Kritik gegen unser Anliegen eines Familiendarlehens. Ich fange mal hinten an. Frau Larisch, wir haben kein Familienbild aus dem Mittelalter, schon gar kein Frauenbild aus dem Mittelalter. Im Gegenteil, wir haben ein sehr modernes Familien- und Frauenbild, vielleicht moderner, als Sie sich's vorstellen können. Denn wenn wir festhalten an der klassischen Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kind, ist das eine sehr moderne Perspektive, der man nur in unserer Gesellschaftsordnung den Raum gewähren muss, die solche Familienbilder brauchen. Das wollte ich zum einen mal klarstellen. Das knüpft an das an, was Sie, Frau Minister Drese, gesagt hatten, von Ihrer Aussage, dass Sie ein vielschichtiges Familienbild vor Augen haben. Wie sieht das denn aus, dieses vielschichtige Familienbild? Die Kinder werden geboren, möglichst kurz nach der Geburt in die Kita abgeschoben und dort von familienfremden Erziehern erzogen, damit die Eltern beide möglichst einer Ganztagsbetätigung nachgehen können und das Bruttosozialprodukt steigern. Familie als Wirtschaftsfaktor im schlechten Sinne. Das in der Tat ist ein Familienbild, das wir nicht wollen. Das ist ein Familienbild, das man grundsätzlich ablehnen muss. Genau, wir haben eine Vorstellung davon, dass ein Elternteil die Betreuung des Kindes übernimmt und zu Hause bleibt, die ersten 3 Jahre, wenn es denn machbar ist in der konkreten Familiensituation. Ich mache keinen Hehl daraus, dass nach meinen persönlichen Vorstellungen das die Mutter sein sollte. Aber das ist eine persönliche Äußerung. Wenn sich ein Vater dazu entschließt, zu Hause zu bleiben und das Kind zu erziehen, die familiäre Sorge zu übernehmen, dann hat er die gleichen Rechte, gleichen Ansprüche wie die Mutter, die sich für einen solchen Schritt entscheidet. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Fraktionsvorsitzenden Herrn Krüger? In 30 Sekunden. Wenn wir mal dahin kommen, liebe Kollegen von der Linksfraktion, dass Frauen und Männer das Gleiche verdienen für die gleiche Arbeit und es deswegen wirtschaftlich ein Nullsummenspiel ist, ob Vater oder Mutter zu Hause bleibt, dann erreichen Sie vielleicht auch, dass sich noch mehr Väter für diese Erziehungsfunktion entscheiden. Und selbstverständlich würden wir das genauso fördern wie die erziehende Mutter, wenngleich ich glaube, dass die zu Hause erziehende Mutter einen biologischen Vorteil für diese Aufgabe mit sich bringt. Jetzt dürfen Sie gerne. Bitte schön, Herr Krüger. Herr Professor, können Sie sich vorstellen, grundsätzlich, dass eine Kita durchaus eine Förderung ist für Kinder? Natürlich, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass eine Kita eine Förderung für Kinder ist, aber in keiner Weise ein Ersatz dafür, dass Kinder zu Hause in ihrer familiären
Umgebung durch die eigene Familie erzogen und gefördert werden. Die Kita ergänzt, aber sie ersetzt nicht. Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Fraktionsvorsitzenden, Herrn Krüger. Ja. Bitte schön, Herr Krüger. Sehr geehrter Herr Professor, wenn Kinder mit Kindern Umgang haben, meinen Sie nicht, dass das für die Entwicklung der Kinder förderlich ist? Sicherlich, aber auch das setzt die Kita nicht zwingend voraus. Also ich bin mit 3 Geschwistern groß geworden und außerdem niemals in eine Kita oder in einen Kindergarten gegangen. Wir haben auf der Straße gespielt, hatten genug Spielkollegen. Es bedarf der Kita nicht, keiner will sie schlecht reden. Es ist eine Ergänzung, aber kein Ersatz. Wenn Sie sich das nicht vorstellen können, hat in Ihrer Kindheit wahrscheinlich irgendwas nicht funktioniert. So, dann nochmal, Frau Minister, zu Ihren Ausführungen. Sie hatten gesagt, wir würden suggerieren, dass die Unterstützung, die Hilfen für Familien unzureichend seien. Wir anerkennen sehr wohl, dass in den letzten Jahren für Familien einiges verbessert wurde. Keine Frage, darauf darf man auch zu Recht hinweisen. Aber ein Blick in die demografische Entwicklung zeigt eben, dass diese Hilfen unzureichend sind. Sonst hätten wir noch deutlich mehr Kinder als die Steigerung der Geburtenzahlen, auf die Sie, Herr Ehlert, zu Recht hingewiesen haben. Allerdings, wenn Sie dann mal die Statistik zu Ende lesen, die Zahl allein der Todesfälle ist höher als die der Geburten. Und dann haben wir noch die Abwanderung der einheimischen Bevölkerung aus Gründen des Arbeitsplatzmangels, wie Sie es nennen, Facharbeitermangel. Und dass die Bevölkerung unterm Strich gestiegen ist, liegt an einer Zuwanderung, die grundsätzlich nicht im Interesse des deutschen Volkes liegt und die wir deswegen mit Sicherheit nicht fördern wollen. Ja, des deutschen Volkes. Wenn Sie lesen können, dann schauen Sie mal ins Grundgesetz. Da steht nämlich drin, für wen man verantwortlich ist als Repräsentant in einer repräsentativen Demokratie. Das ist das deutsche Volk. Oben am Reichstagsgebäude, dem der Bundestag tagt, steht dem deutschen Volk. Und der Amtseid verlangt, dass die Minister und die Kanzlerin ihren Eid dahingehend ablegen, dass sie sich zum Wohle des deutschen Volkes einsetzen. Wer also den Begriff deutsches Volk ablehnt, der hat ein Problem mit Deutsch an sich und der sollte hinterfragen, wo sowas herkommt und ob er als Repräsentant von Bürgern, nicht von Einwohnern, sondern von Bürgern, also unseren Staatsangehörigen, überhaupt hier am richtigen Ort sitzt. So viel dazu. Und dann wurde gesagt, ob wir noch mehr als das Familiendarlehen zu fordern haben. Zum einen selbstverständlich, das war, wie die beiden Vorredner aus meiner Fraktion schon dargelegt haben, ein erster Schritt. Wir können uns noch sehr viel mehr vorstellen und wir laden alle, auch die Kollegen und Kolleginnen aus der Linksfraktion, herzlich ein, darüber mit uns nachzudenken. Beispielsweise eine Erziehungsrente, die diejenigen finanziell, rententechnisch ausstatten und ergänzen soll, die sich in unserem Sinne dafür entscheiden, Kinder zu Hause zu erziehen. Das darf nicht mit Rentennachteilen verknüpft werden. Klassisches Stichwort Mütterrente, weil es immer noch überwiegend die Mütter sind, die diese Entscheidung treffen. Das muss ausgeglichen werden. Das heißt, jemand, der zu Hause bleibt und die gesellschaftlich und familiär so wichtige Funktion übernimmt, Kinder zu erziehen, Kinder in einer intakten Familie zu erziehen, der muss rententechnisch das Durchschnittseinkommen der Arbeitnehmer in diesem Lande zugerechnet bekommen, damit er keine Rentennachteile durch diese Entscheidung erleidet. Herzliche Einladung, das mit uns durchzusetzen. Wir würden gerne das Erziehungsgeld, das es ermöglicht, dass Väter und Mütter zu Hause bleiben und die Kinder zu Hause erziehen, verlängern und finanziell erhöhen. Auch dazu herzliche Einladung. Das wäre ein weiterer Schritt. Wir könnten das Familiendarlehen ergänzen durch ein Eigenheimdarlehen. Wenn nämlich Familien, die zur Miete wohnen,
die Mietwohnung wird zu eng, weil erfreulicherweise Nachwuchs kommt, sich dazu entscheiden, ein Eigenheim zu kaufen, zu bauen, eine Eigentumswohnung, dann würden wir das gerne mit einem entsprechenden Darlehen, das auch, ich benutze mal den Begriff, wie er zu DDR-Zeiten üblich war, abgekindert werden kann. Ja, selbstverständlich. Nein, das geht nicht. Wir unterstützen mit unserem Geld deutsche Familien. Wir unterstützen Zuwanderer dabei, wieder heimzugehen. Wir unterstützen sie nicht dabei, hier ihre Familien aufzuziehen und dann irgendwann das Land wieder, wenn sie alles abgesahnt haben, was es an Zuschüssen gibt, zu entlasten. Nein, keine weiteren Fragen jetzt. Das waren nur ein paar Dinge, die wir uns ergänzend vorstellen können. Erziehungsteilzeit, Frau Nahles ist da vorgeprescht, jetzt in der Bundesregierung. Auch Erziehungsteilzeit ist ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings muss das arbeitsmarktpolitisch anders gelöst werden, als Frau Nahles sich das vorstellt. Aber grundsätzlich alles, was Eltern dazu bringt, Mütter und Väter, was Eltern dazu bringt, zu Hause die Erziehung ihrer Kinder in die eigene Hand zu nehmen, möchten wir gerne unterstützen. Und wenn finanzielle Hindernisse im Wege stehen, dann kann man das durch solche Maßnahmen in der Tat beheben. Herr Abgeordneter, obwohl Sie formal schon Nein gesagt haben, muss ich aus formalen Gründen hier noch mal nachfragen, ob Sie eine Zwischenfrage A des Fraktionsvorsitzenden Herrn Krüger oder B des Abgeordneten Herrn Renz zulassen. Wenn ich am Ende noch Zeit habe, lasse ich das gerne zu, aber da ich leider nicht weiß, um wie viel Zeit ich redezeitig noch verfüge, muss ich das, so gerne ich mit Ihnen diskutieren würde, im Moment zurückweisen. Wenn wir also dann das alles durchgesetzt haben, dann muss man auch darüber nachdenken, die Rückkehr derjenigen, die die Erziehung ihrer Kinder vorgenommen haben an den Arbeitsplatz, entsprechend nicht nur zu sichern durch eine Rückkehrgarantie, sondern auch sozial abzufedern, indem Fortbildungsmaßnahmen für eventuell eingetretene Lücken und so weiter unterstützt werden. Das alles sind weitere Schritte. Wenn Sie dagegen immer nur sagen, das ist Populismus, dann fällt Ihnen scheinbar nichts Inhaltliches ein. Und zur Finanzierung, wir haben ja gesehen, dass es für die... Herr Abgeordneter, ich habe Ihnen schon mehr Redezeit eingeräumt, um zum Ende zu kommen, aber ich kann nicht zulassen, dass das dann weiter ausgedehnt wird. Okay, zur Finanzierung, Mittel, die für die Zuwanderung fehlverwendet werden, für unsere Familien einsetzen. Herr Abgeordneter. Dankeschön.